Merry Christmas! Es ist der 4. Advent. Schön, dass du heute dabei bist bei meinem Adventsspezial im Retro-Basis-Adventskalender. Gameboy. Hallo. Ja, heute spielen wir Donald Duck Quack Attack. Ja, das kenne ich tatsächlich von anderen Systemen. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Und schauen wir mal, wie weit wir hier so kommen. Optionen. Musik ein, Soundeffekte ein, gut lassen. Ach, extra mit schöner Grafik hier. Donald, guck. Ja, wir starten ein neues Spiel natürlich. Ach ja. Game Boy Color, der Held der schönen langen Intros. Extrablatt. Merlock entführt unsere Reporterin Daisy. Sie wird schreiben, wie ich die Welt eroberte. Ach, cool gezeichnet, gefällt mir. Oh, super. Gefällt mir gut. Ja, der Donald Duck ist ja irgendwie bei der Marine oder auf See. Meine Güte, Daniel, hast du die Schlagzeile gelesen? Wir müssen Daisy retten. Das ist Daniel Düsentrieb. Ich habe eine Idee. Wir benutzen meine Erfindung, den Düsenantrieb Gamma-Röhrenteleporter. Nur noch ein paar Handgriffe und wir können starten. Also es geht manchmal zu schnell. Das ist ein Kinderspiel eigentlich. Wie können da Kinder sowas lesen? Sieht auf jeden Fall witzig aus. Eine Person aber ist nicht begeistert von Daniel Düsentriebs neuer Erfindung. Gundula Gauss oder wer? Ach, er. Du wagst es mich herauszufordern, Bastler. Mal schauen, wie du ohne deinen tollen Plänen klarkommst. Duck Burke. Donald, wie immer fest entschlossen, seine geliebte Daisy zu retten, will auf gar keinen Fall aufgeben. Daniel, gibt es keine andere Möglichkeit? Ich vertraue mir. Auch wenn er noch nicht ganz fertig ist, er wird funktionieren. Cool. Psst, überall Licht aus der Hütte. Vielleicht hätte ich ihm sagen sollen, dass ich keine Ahnung habe, wohin ich ihn schicke. Was? Ja, am 4. Advent. Meine Güte, haben wir schon fast 20 Folgen des Adventskalenders abgetreten. Ein paar Adventsspezial, Nikolaus-Spezial. Und bald ist schon wieder Heiligabend. Und ist das schon wieder alles zu Ende. Das ist so traurig. So, wir haben 5 Donalds, eine Münze eingesammelt und 0 Zeitungen oder sowas. Das sieht aus wie ein Diplom. Gucken wir mal. Donald, ah, schön, kann man da oben unten gucken. Das mag ich so unheimlich gerne. Oh, ein Extra Life. Wie kann man denn da dran kommen? Liebe Freunde, erklärt es mir. So geht es. Ja, okay, Doppelsprung. Gibt es hier keine Gegner? So, dieses Tableau wird wahrscheinlich gleich zusammenbrechen. Oder auch nicht. Oh, gut. Also schön gepixelt, ein bisschen sehr bunt, muss ich sagen. Das war aber knapp. Da müssen wir nochmal zurück. Das sieht danach aus, als bräuchten wir da den Weg oben lang. So, und jetzt? Na gut. Ah, da unten gibt's auch noch was. Ich weiß ehrlich nicht, was das für Münzen sind. Aber... Das irgendwelche... Sieht aus wie ein Auge, ne? Magische Münzen. Ist das da? Oh. Erstes Level geschafft. Da ist das Passwort. Entenberg, Level 2. Plan nicht. Okay. Oh, da ist der Gegner. Also ich vermute einfach mal, dass es ein Gegner ist. Und ich wiederhole mich ungern, aber warum immer die armen süßen Tierchen? Warum sind das immer alles hier? Albine.
Nein! Herr Bruder, pass doch auf! Okay. Da schießt irgendjemand. Da wieder runter? Boah, das ist aber heftig. Schon wieder eine Biene. Ich mag ja Tiere sehr gerne, vor allem bestimmte Tiere mag ich sehr gerne. Gut, Schlangen, gut, die sind... Die beißen mich jetzt hier, aber... Kann ich draufspringen? Aua. Ah ja, kann draufspringen, okay. Wo ist meine Energieanzeige eigentlich? Das ist eine gute Frage. Auf dem Igel will ich nicht springen, weil der hat ein paar Stacheln. Ich glaube, ich hätte irgendwann mal runtergemusst hier, ne? Okay, schnupp, schnupp. Ja. Nächste Teil des Waldes. Also ich mag diese Disney-Spiele eigentlich grundsätzlich sehr gerne. Also dieses Magic Kingdom. Boah, ist das knapp hier. Aber die Bäume sind wunderschön gepixelt. Also ich fühle mich wirklich wie im Wald. Also, aua, 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 aua. Ist hier mein Diplom irgendwie, cool gemacht mit dem Kohlenbaum. Da ist ein Diplom. Wow. Gehen wir mal auf den Igel. Ah, wir finden auf jeden Fall keine Energie. Nee, der ist nicht gut, der Wirbel. Wir kommen an dieses eine, an diese eine Diplom-Urkunde da. Komm ich nicht dran? Komme ich da oben hin? Der Wirbelsturm hat dich eben komplett abgenervt. Na komm. Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Ah! Cool. Entenberg Level 3. Plan nicht. Ah, kommt schon wieder so ein Wirbelstürmchen. Ich würde mal gerne mal sehen, wo diese... Ich gehe nochmal ganz bewusst jetzt da dran an den... Nee. Hier. Geht nicht auf. Oh. Zehn Köpfe. Ich dachte, es wäre ein Leben oder sowas, aber... Oh, ein Igelchen. Und da geht wieder die... Wieder ein... Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte da oben hin.
aber nichts. Lass uns mal runterfallen. Ein blöder... blöde Schlange. Weg mit dir. Platt getrampelt. Jetzt auch nicht weiter. Wo geht's denn hier weiter? Hallöchen. Boah. Schnüppdi, 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 da, bidi, düppdi, 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 düppdi. Ja. Ja, der vierte Advent. Ein... ja, die letzte Kerze wurde heute angezündet. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Adventszeit und noch die nächsten paar Tage. Und ich hoffe, ihr guckt morgens oder abends oder sonst irgendwann mal noch ein Türchen von mir in meinem Retro-Adventskalender Game Boy Color. Und dann wünsche ich mir für die nächsten 4-5 Türchen jetzt noch eine schöne Zeit, auch mit euch und auch ihr. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder beim Adventskalender. Macht's gut, euer Perudo.